Moin moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play Pizza Connection 3 geht in eine neue Folge und zwar, ja leider, ihr seht es hier, wir sind aktuell im Startbildschirm der Kampagne Neue Spuren Kapitel 10, in dem zu Gegenschlag Australien erobert wird und ein paar unbequeme Wahrheiten ans Licht kommen. Ja, das ist das Kapitel, was wir beim letzten Mal schon gespielt haben. Ihr habt ja gemerkt, ich hatte noch eine schöne Testpizza und zum Ende hin ist das Spiel abgeschmiert und ja, die Safe Game ist einfach mal eine gute Stunde alt, also dementsprechend ja, bringt es mir da nicht mehr wirklich was. Da kommen wir nicht mehr so richtig voran. Jetzt startet Pizza und dann schon auch gleich mit. Ne, okay, doch, fängt sich. Ja, also da werden wir nichts mehr. Definitiv nichts mehr zu holen. Ja, von daher müssen wir Kapitel 10 einfach nochmal starten. Ich weiß noch nicht genau, müssen wir gucken. Das ist natürlich das Gute. Wir werden jetzt sofort mit der Testpizza anfangen. Und es gab ein großes Pizza Connection 3 Update. Quattro Formaggi. Ja, da steht einiges. Ich sag mal einmal die Änderungen von dem Update. Das sind eine ganze Menge. Passt ja jetzt ganz gut in dem Ladebildschirm. Es sind echt richtig viele, sehe ich gerade. Das kommt, kann ich, wenn ich das jetzt alles vorlese, glaube ich, sind eine Folge. Also es ist ein riesengroßes Update. Köche haben nun einen visuellen Effekt, wenn sie eine Pizza backen. Stadtbewohner zeigen nun an, wenn sie in ein Restaurant wollen, es aber geschlossen ist. Das Handhaben, na guck mal hier, da sind wir schon im Spiel. Ich mache erstmal auf Pause, ne? Also wir haben ja unsere Läden, das ist bekannt, das ist genauso wie beim anderen Mal auch. Wir hatten beim letzten Mal einen Laden geschlossen. Da müssen wir auch noch mal gucken. Da hat er noch versucht mit Pizzaboten gegenzusteuern, das hat aber nicht funktioniert. Lager und so haben wir hier, haben wir ein Lager, da haben wir ein Lager. Also ja, mit 100.000, also beim letzten Mal sind wir ganz weit ins... Beim letzten Mal sind wir sehr, sehr weit ins Minus gelaufen. Das wissen wir noch. Und da haben wir jetzt natürlich jetzt das Glück. Ne? Jetzt können wir viel besser durchstarten. Hier, der Laden hat eh schon ohne Ende Dinger. Wir hatten, glaube ich, verfügbare Lagerbestand. Wird ein bisschen anders angezeigt. Neue visuelle Effekte. Also richtig nice. Da ist einiges möglich. Wir müssen eigentlich erstmal die Läden checken. Weil da haben sie aktuell Schwierigkeiten. Ja, also ich gehe dann gleich nochmal auf die Neuerung ein. Ne? Ich werde jetzt erstmal schnell mal gucken, was machen unsere Mitarbeiter. Wir werden auch so dabei sowieso schon das ein oder andere sehen können. Mitarbeiter zum Beispiel haben jetzt Kochqualität, Geschwindigkeit, Motivation und Gesundheit. Kurieren und hier irgendwie Motivation. Da ist ein bisschen mehr rein und man hat jetzt auch Möglichkeiten, die zu verlängern. Die Leute können nicht einfach nur für 3 Stunden arbeiten, sondern sie arbeiten noch einfach ein bisschen länger. Kostet natürlich trotzdem eben, glaube ich, pro Tag oder pro Stunde, ich weiß nicht genau. So, gutes Personal ist schwer zu kriegen. Das Problem haben wir auch hier. So, Geschwindigkeit. Den schmeißen wir mal raus. So, wir machen das erstmal wieder so in diesem Betrieb, ne? Ich weiß gar nicht genau, was haben wir denn für Pizzen jetzt aktuell hier auf der Speisekarte. Wollen wir gleich unsere Testpizza machen. So, das wird unsere Testpizza. Tomate hatten wir schon rausgefunden. Eine Olive. Ah ne, warte mal, lass mal hier vielleicht ein bisschen kleiner machen das Ganze. Ein bisschen Paprika. Ein bisschen Spargel. Sashimi. Möhre. So, Erbsen, lecker Brokkoli, ein Stück Kartoffel, Peperoni, Spinat, Rucola, Lauch, Zwiebel, Mais, Champignons, Steinpilze, Radieschen, Kidneybohnen, andere Bohnen, grüne Bohnen und lecker Seealgen. So, nehmen wir noch ein bisschen Fleisch von allem was oder was. Also wir wissen diese exotischen Sachen, ne? Regenwurm, Ei, vegane Wurst, Tofu, Frosch, Maden, Grashüpfer, Ameisen, Schlange, Känguru, Wurst, Hack, Hähnchen, Schweinefleisch, Rindfleisch, Schinken, Speck, Grosio, Peperoni und ja, Kräuter. Müssen wir natürlich auch von jeder eine rauf tun hier, wo wir noch nicht keine Informationen drüber haben.
weil das ist jetzt unsere Mega-Test-Pizza. Es kann sein, dass der hier Lieferant eben mit den Zutaten nicht zurechtkommt. Fisch hätten wir noch. Und Käse hätten wir noch. Ja, komm. Wenn schon, denn schon. Wir versuchen es einfach nochmal auf die gleiche Art und Weise. Ich hoffe, dass das Spiel nicht wieder abschmiert. Analog-Käse, okay. So. Das kostet ja Spaß. Da müssen wir gerne 150% haben, ne? Also 20 Euro speichern. Test. Pizza. Ins Rezepto speichern. Hat mir nicht auch die andere Testpizza eigentlich gespeichert? Naja. So. Lass uns hier erstmal auf die Speisekarte gucken. Study. Ach, da waren auch welche bei, die liefen gar nicht, ne? Fällt mir jetzt gerade so ein. Testpizza sollen wir auf jeden Fall dazu kriegen. Wird also 63 benötigte Zutaten, das ist natürlich Horror. Aber macht nichts. Das andere lassen wir jetzt einfach mal einen Tag laufen und sehen wir, welche Pizzen verkaufen wir an diesem Tag und welche verkaufen wir überhaupt gar nicht. Angestellte wollte ich nochmal checken. Ja, okay, hier geht's. So, nächster Laden. Hier haben wir zwei Lieferanten, zwei Pizza-Heinis und ansonsten ist es für Touris ziemlich gut hier. Der Dienstplan ist völlig überlagert. Ich würde erstmal versuchen mit nur, also erstmal gucken wir, wer ist gut. Alle gut oder was? Die würde ich dann erstmal rausschmeißen, weil Pizza Koch jeweils nur einer. Die ist uns sonst zu teuer. So, liefer hier unsere. Okay. Lassen wir erstmal so. Auch viel zu viele Lieferheinis hier. Vier Stück wäre erstmal in Ordnung. So, erstmal ein bisschen optimieren das Ganze. Ne? Pizza werden wir dann später schauen. Was war hier so los? Wenn wir hier auch die Testpizza mit draufhauen. Gehen wir vielleicht noch ein paar andere Leute mit rein, Angestellte. Oh, hier ist nichts los. Hier ist noch gar nichts los. Also, arbeitssuchende Köche brauchen wir. So, und hier testen wir so ein bisschen verlängerte Arbeitszeiten. So, ein paar gute. Gibt's nichts Gutes. Man sagt ja zwei Kellner pro Koch. Ich denke, das Verhältnis werden sie beibehalten haben. Ob es immer noch so ist, werden wir natürlich dann auch sehen hier. Oh, hier. Der kann auch ein bisschen länger arbeiten. Der schafft natürlich. Und der hier dann auch. Wobei, der ist wahrscheinlich übertrieben. Aber okay. Wir werden sehen. Und hier haben wir noch so einen Laden, der irgendwie dringend beliefert werden sollte. Auch hier gucken wir noch mal, was wir dann so an Koch finden. Einen noch für die Abendstunden. Es kann sein, dass wir einen Laden wieder dicht machen. Auf der anderen Seite kann aber auch sein, dass wir es diesmal nicht brauchen. Weil wenn wir zügig sind mit unserer tollen Testpizza, wissen wir natürlich, dass die Leute uns die Bude einrennen. Ich hatte auch echt überlegt, jetzt zu sagen, okay, komm, Pizza Connection, das war die letzte Folge. Aber jetzt nach dem Update und mit unserer Testpizza bin ich eigentlich nochmal frohen Mutes, das Ganze nochmal anzugehen und einfach nochmal zu probieren. Wir sollen 120.000 Budget kriegen, dann geht's weiter. So, das Leben sind noch alle in Schwierigkeiten. Ich mache erstmal mit einer einfachen Spielgeschwindigkeit, damit es erstmal losläuft. So, und jetzt will ich euch nochmal wieder vorlesen, genau ein bisschen drauf eingehen, was sind eigentlich alles Neuerungen vom neuen Teil hier. So, dann hoffen wir natürlich gleich, dass da ein paar Leute kommen. Nur ein Kellner hier oben. Eine kleine Animation hat der Koch jetzt. Ein bisschen besser.
Aber mal schauen. So, Lager muss natürlich erstmal gefüllt werden, ansonsten gibt es die Spezialpizza nicht. Und wir sehen eben auch, wir sollten in einige Läden auch updaten und so. Also hier, ne, upgraden, ein paar mehr Tische rein, noch einen weiteren Kellner hier, so wie es aussieht, aber okay. Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Handhaben von Graphen im Diagramm wurde verbessert. Das Handhaben von Graphen im Diagramm. Das heißt also hier, das Diagramm ist irgendwie ein bisschen besser geworden. Ja, alles Mögliche. Hier kann man vielleicht auch noch ein bisschen genauer reingucken. Also das sieht alles ein bisschen neu aus. Das ist schon mal schön. Die Kommentare in der Backstube wurden verbessert und haben nun visuelle Indikatoren, um möglichst schnell erkennbar zu machen, ob es positiv, negativ oder durchschnittlich sind. Die Benutzeroberfläche des Chefkochs in der Backstube hat jetzt eine gleiche Zielgruppe ausgewählt wie das Smartphone, wenn sie geöffnet wird. Der Bereich Statistik im Manager hat jetzt pro Restaurant eine Pizzastatistik, die Auskunft darüber gibt, wie oft eine Pizza bestellt oder serviert wurde und zudem anzeigt, wie hoch der Umsatz, der Gewinn und der Produktionskosten für eine Pizza waren. Das ist schon mal schön. Die Vorschau von Charakteren in der Benutzeroberfläche wurde verbessert. Teppiche in Paris sollten jetzt sichtbar sein. Möbel können jetzt auf den Teppiche gestellt werden. Der Inspektor für Angestellte zeigt nun auch die Schicht der Angestellten an. Der Arbeitsplan im Angestelltenmanager zeigt jetzt auch die aktuelle Uhrzeit an. Warenhäuser können jetzt aktiv über einen Knopf im Warenhausinspektor aufgefüllt werden. Das Auffüllen von Warenhäusern kann auf Wunsch des Spielers automatisch passieren. Die KI kann jetzt mit niedriger Motivation und niedriger Gesundheit von Angestellten umgehen. Okay. So, wo haben wir denn eigentlich unsere Warenhäuser? Fällt mir gerade ein. Hier ist eins. Da in der Ecke. Automatisch auffüllen, wenn leer. Machen wir erstmal an, besser. Ja, füllen wir erstmal auf für 1200, wa? Das haben wir hier noch ein Lagerhaus. Das liefert auch nicht alle drei, ne? Ne, da ist noch eins mehr. Hier ist noch eins mehr. Naja, okay. Haben wir drei Warenhäuser? Ist eigentlich auch echt zu viel. Aber okay, haben wir erstmal. Ist jetzt so. Kommen wir jetzt auch erstmal nicht ändern. So, wäre schön, wenn wir dann bald nochmal ein paar neue Geschmäcker erkennen. Oder ist jetzt unsere neue Testpizza halt doch nicht mehr so toll? Oder haben wir einfach Kellnerproblem hier oben? Also wir haben hier eindeutig ein Kellnerproblem. Hier sehen wir jetzt auch, wo die Uhrzeit ist. Guck mal, das wissen wir dann auch. So. Motivation, Geschwindigkeit, das liegt wahrscheinlich auch mal so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen nachher, wie lange setzt man sie ein, ne? Dass das so einen kleinen Einfluss darauf hat, ich weiß natürlich noch nicht, werden wir natürlich rausfinden, mit der Zeit hoffe ich zumindest. So, mach erstmal wieder auf Play, guck mal, dann kommt direkt aus dem Haus nebenan ein neuer Kellner und nimmt direkt Bestellung auf, das ist ganz wichtig. So, und dann ist natürlich die Einrichtung hier, glaube ich, noch, warte mal, hier einfach... Ist für Bonzen jetzt noch nicht so das Highlight. Da muss auf jeden Fall noch ein paar bisschen was rein, was denn Bonzen anzieht. Und dann gucken wir natürlich am nächsten Tag, welche Pizzen sind gut gelaufen, welche schmeißen wir raus und so weiter und so fort. Die KI kann jetzt, genau, das hatten wir, die KI kann jetzt Angestellte ausbilden. Eine einfache Übersicht über Errungenschaften im Hauptmenü hinzugefügt. Zusätzlich kommt man dadurch auf die persönliche Übersichtsseite des Steam, okay. Visuelle Effekte für Angestellte mit schlechter Gesundheit werden verbessert. Der Kampagnenfenster wurde in der Backstube ans untere Ende des Bildschirms verschoben. Ha, okay, okay. Das sind noch viel mehr Futures. Was haben wir hier noch? Warum sollen die Leute essen ein bisschen? Aber Testpizza sehe ich jetzt hier noch nicht. Warum sehe ich nicht Testpizza? Nicht alle Lagen hier wahrscheinlich noch nicht alles im Lager verfügbar ist oder was? Und dann hatten wir hier, glaube ich, hatten wir hier noch viel Werbung für hier viel Geld für Werbung eigentlich ausgegeben? Nee, ne? Ich glaube aktuell nicht. So,
Köpfen der Anwohner ist nun immer gleich groß. Okay. Das Auffressungsprinzip ist jetzt visualisiert. Pizza liegt zudem jetzt auf Tellern. Okay, lag vorher nicht auf Tellern, lag einfach nur so rum. So Kleinigkeiten. Aber hier wird immer nur die gleiche Pizza gekauft, sehe ich gerade. Ja, das wissen wir. Was ist denn da noch? Gemeinschaft. Ach, der Gemeinschaftsgeist, Leute. Gemeinschaftsgeist. Hier, plus. Der kriegt. Die Einrichtungsqualität wird mal verbessert. Das ist vielleicht für die Bonzen ganz gut, können wir vorstellen. So, dann. Bei den anderen würde ich teilweise so ein bisschen den Einzugsbereich einfach erhöhen. Bringt ja mehr potenzielle Kunden ran, ne? So. Auch hier ganz wichtig. Kann auch sein, dass wir dann hier ziemlich schnell uns vom Laden trennen, weil wir ja schon wissen, dass der eine nicht so gut läuft. Das haben wir ja schon mittlerweile gemerkt. Geschmacksfelder. Spieler können jetzt Ereignisse im freien Spiel aktivieren. Das ist auch so, das ist im freien Spiel. Angestellte. Ja, also da kann man wohl irgendwas machen. Das müssen wir dann so im Laufe der Zeit nochmal ein bisschen beobachten. Also es hat sich auf jeden Fall einiges getan. Pizza Format, wie auch immer, großes Update. Und deswegen gehen wir das Ganze jetzt hier nochmal an. Versuchen dann doch nochmal ein bisschen was rauszufinden. Versuchen, ja, dementsprechend in der nächsten Folge, am Freitag werden wir das. Und da werden wir jetzt hier nochmal wieder den Laden, weil er gerade leer ist, machen wir das direkt. Gehen wir halt Architektenmenü rein und werden hier ein bisschen mehr für die Bonzen ein bisschen was tun. Weil das ist hier in der Bonzenregion, das wissen wir, hier laufen ständig wahnsinnig viele Bonzen längs. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze morgen weiter. Ich danke, übermorgen, in der nächsten Folge. Bis dann, vielen Dank und tschüss.